Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Bad Sven Homburg aus Hamburg und ich wollte mich gern nach den Gewinn erkundigen, bitte. Ja, sagen Sie mal bitte. Bitte? Ach so, Sie können sich ja was aussuchen. Entschuldigen Sie bitte. Sagen Sie mir eine Farbe, rot oder blau? Blau. Blau. Sie haben einen Gutschein gewonnen in Höhe von 3x100 € für eine Oha. ausgewählte Fernreise und Flusskreuzfahrten unseres Partners Trendtours Touristik. Herzlichen Glückwunsch. Oh, auf welchen Fluss geht's denn da? Das können Sie sich aussuchen. Ach so, das ist ja Ja. noch besser. Dankeschön. Ja. Ich danke auch. Damit wir Ihnen natürlich auch den Gutschein zuschicken können, bräuchte ich bitte noch Ihre persönlichen Angaben. Sagen Sie mir mal Ihren Vornamen, bitte. Ja, Sven. Sven, Ihr Nachname? Bad Homburg ist der Vor- der Nachname. Bad Homburg. Ja. Okay. Die Postleitzahl, bitte. Nochmal bitte. Postleitzahl. Von mir jetzt, das ist 295. Also erst die Zahl 295 und das ist ja im Prinzip in Hamburg. Genau, die Straße bitte. Ja, das ist ja Sven. Wie heißt die Straße? Sven. Die Straße heißt Sven. Ja, in Bad Homburg selber, ne? City. Aha. Und die Hausnummer? 7. 7. Ich muss mal ganz salopp fragen. Wie heißt die Straße? Die Straße heißt doch Hamburg. nicht Sven. Nee, Sven ist ja mein Nachname. Ja, ich habe ja gefragt, wie die Straße heißt. Ja, das ist ja im Prinzip Hamburg-Au-7. Aue 7. Hamburg-Au-7. Weil komme ich ja aus Baden-Baden. Dann sind wir erst nach Bad Hamburg und jetzt wohnen wir in Homburg, ne? Ja, sagen Sie mir mal bitte die richtige Straße. Hamburg-Au-7. Amburg. Burg wie eine Festung. Also AM und dann Burg. Ja, und dann Au wie die Aue. Und dann 7 wie die Zahl aus der Postleitzahl im Prinzip. Nee, die gibt's nicht, die Straße. Ja, ich weiß doch, wo ich wohne. Ja, aber die gibt es nicht. Amburg, Aue 7. Nein, Au ohne E dahinter. Hamburg Au 7 in Bad Homburg. Es tut mir nochmal, also entweder verstehen wir uns hier alle Mist oder so, ich weiß es nicht. Bitte? Ihr Nachname, Sie haben doch gesagt, Ihr Nachname ist Bad Homburg. Ne, mein Vorname ist ja Sven und ich komme ja Und wie aus lautet Ihr Nachname? Hamburg. Ihr Nachname ist Hamburg. Ja. Wieso sagen Sie denn Bad Homburg? Ja, ich wohne ja da. Das interessiert mich aber gerade aktuell nicht, wo Sie wohnen, Na, sondern erstmal Ihr Sie Nachname. haben doch nach der Postleitzahl von Hamburg gefragt. Ja, aber wieso sagen Sie denn Bad Homburg? Ja, weil Sie mich nach dem Wohnort gefragt haben. Nein, habe ich nicht. Ich habe Sie nach dem Nachnamen gefragt. Ja, der Nachname ist Homburg. Bad Homburg ist der Vorname. Bad Homburg kann kein Vorname sein. Nee, da wohne ich ja. Also, Hallo? ich weiß nicht, ob Sie mich gerade ein bisschen verschaukeln möchten oder so. Ich weiß es nicht. Also, Ich Ihr hab Sie Vorname gerade ist nicht Sven. versch... Sven, ja. Ja. Und wie lautet der Nachname von Sven? Hamburg. Hamburg, wie die Stadt. Ja, Hamburg wie die Stadt. Ich wohne jetzt ja im Prinzip in Homburg, am Das ist mir Burgau egal, wo Sie 7. jetzt wohnen. Ich will erstmal Ihren Nachnamen wissen. Ihr Hamburg. Nachname? Ja, okay. Und die Postleitzahl war 20095. Ja, das ist ja im Prinzip die Postleitzahl von Hamburg, ne? Also wenn Sie die von Bad Homburg brauchen Sie dann ja auch, weil Sie wollen mir das ja Ich bestimmt. möchte Ihre Postleitzahl wissen, wo Sie wohnen. Ja, das ist ja in Hamburg. 20095. Und wie lautet die Straße in Hamburg? Hamburg-Au-7. Nee, das gibt's nicht. Entweder ist die Postleitzahl falsch oder Sie wollen mich gerade ein bisschen veräppeln. Ich habe gerade ein bisschen gerade das Gefühl. Na, ich weiß doch, wo ich residiere hier. Es ist ja im Prinzip noch dasselbe Haus, in dem ich gezeugt, geboren und aufgewachsen wurde, ne? Ja, aber
Sie haben gesagt, am Burg au sieben. Sieben, wie die Zahl. Nicht, also Hab nicht, ich schon? nicht wie das Sieb, ne? Habe ich nicht gesagt. Ich meine, das ist hier in Bad Homburg ja das Neubaugebiet, ne? Wieso denn Bad Homburg jetzt? Ich habe gesagt, die wohnen in Hamburg. Nee, Hamburg ist ja der Nachname von mir. Ist das alles kompliziert bei Ihnen? Nee, das ist nicht kompliziert. Jetzt buchstabieren Sie mir mal bitte die Straße. Ja. Jeden einzelnen Buchstaben. Ja, Anton, Martha, ja. Leerstelle, ja. Bertha, ja. Udo, ja. Richard, Gustav, neues ja. Wort, Anton, Udo, Leerzeichen 7. Kennen Sie sich denn ein bisschen aus in Hamburg? Nee, ich wohne in Sachsen-Anhalt. Also Ach das so. Einzige, was ich kenne, sind die Elbtreppen Die und was? der Hafen. Der Hafen. Ja, Das ist das Einzige, was ich kenne. der Hafen ist ja, da bin ich ja auch jeden Tag, weil seit wir aus Bad Homburg weggezogen sind, hier ist ja die Luft viel besser in Hamburg, ne? Aber diese Straße am Burg au sieben gibt es in Hamburg nicht. Nicht mit dieser Postleitzahl. Habe ich mich da denn so vertan? Ja, anscheinend schon. Schauen Sie mal bitte auf den Brief, wo irgendeine Adresse draufsteht. Ich muss jetzt ja gerade mal gucken, das irritiert mich ja doch alles ein bisschen. Können Sie mir da denn weiterhelfen? Ne, Sie müssen mir doch weiterhelfen. Sie müssen doch Ihre Daten wissen. Ja, mein Name ist ja Sven Hamburg aus Homburg im Prinzip. Aber die Postleitzahl, die Sie mir gegeben haben, gibt es nicht in Bad Homburg. Nee, ich wohne ja in Hamburg. Ja, aber die Postleitzahl, die Sie mir gegeben haben, gibt es nicht in Hamburg. Ja, und in Bad Homburg doch aber, weil da komme ich ja her ursprünglich. Wo wohnen Sie denn? Wo wohnen Sie denn jetzt? Bad Homburg. Und wie ist die Postleitzahl von Bad Homburg? Hamburg ist mein Nachname. Und der Vorname ist Bad Sven Homburg aus Hamburg, am Burg au sieben. Entschuldigen Sie mal bitte, Herr Hamburg, wollen Sie mich eigentlich ein bisschen, ich muss jetzt mal wirklich so salopp fragen, wollen Sie mich jetzt ein bisschen verschaukeln? Nochmal, was war die Frage? Ich fühle mich von Ihnen verschaukelt. Ich verstehe Sie nicht. Ich fühle mich von Ihnen verschaukelt. Warum? Weil Sie mir gesagt haben, Sie heißen Sven Hamburg, wohnen in Hamburg, Bad Homburg in Hamburg. Nee, das ist ja nicht korrekt. Wissen, na, ist Bad Sven Homburg aus Hamburg, am Burg au ja, sieben. Und Sie müssen doch denn die Postleitzahl wissen von Hamburg. Ja, die habe ich Ihnen ja bereits mehrfach vorgetragen. Die gibt es aber nicht. Ist das Ihr erster Tag heute? Haben Sie gerade erst angefangen? Nein, aber ich fühle mich ein bisschen von Ihnen verschaukelt, wenn ich so ehrlich bin. Ja, so mir geht das genauso. Das kann ja so nichts werden. Haben Sie da denn kein Postleitzahlenregister vorliegen? Nein, wieso denn auch? Ich habe ja gar keine Einsicht in Ihre Daten. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin ja vom Gewinnspielservice. Und ich habe ja gar keine Einsicht in Ihre Daten von der Frau aktuelle. Von welcher Frau denn? Von der Margret? Nein, das hat doch gar keiner gesagt. Soll ich Ihnen mal meine Frau geben? Nein, jetzt fangen wir noch mal ganz in Ruhe an. Wie lautet Ihr Vorname? Sven. Okay, Sven. Mit S-V-E-N nehme ich jetzt mal an. Das habe ich jetzt nicht verstanden. S-V-E-N. Ja, das ist mein Vorname. Genau. Und wie lautet der Nachname? Bad Homburg. Jetzt sagen Sie wieder Bad Homburg. Wieso sagen Sie wieder Bad Homburg? Weil das Sie mein... haben doch eben gesagt, Sie heißt... Sie haben doch eben gesagt, Sie heißen Hamburg. Nee, ich wohne ja in Hamburg. Geben Sie mir mal Ihre Frau, bitte. Ja, einen Moment, bitte. Margret! Komm mal, bitte. Ich verstehe das alles nicht. Hallo? Ja, hallo. Sie sind jetzt die Frau? Ja, wer ist da? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Katrin Faust vom Gewinnspielservice. Ja? Ihr Mann wollte bei einem Gewinnspiel mitmachen. Ja, das habe ich gehört. Da hat es in der Zeitung ja. Was drin gehabt. Genau. Und er hat mich nicht verstanden oder ich weiß es nicht. Also sein Vorname war Sven, ja? Ja, das ist er. Und wie heißt sein Nachname? Hä? Sein Nachname? Hamburg. Das ist der Nachname? Ah ja. Okay, und wie ist die Postleitzahl?
Von Hamburg oder von Bad Homburg? Von seinem Wohnort. Wo wollte sie denn jetzt anrufen? Er hat bei uns angerufen. Ich brauche die Oh, ich verstehe das Postleitzahl alles von nicht. seinem Wohnort. Die Postleitzahl seines Wohnortes. Ah, das kriege ich mal nach. Das ist 61348. Nochmal bitte 63. Nein, 61348. Danke. Und wie heißt die Straße? Die Straße? Von uns? Ja. Heißt, ist da Hessenring? Ja, und die Hausnummer? 304? Kleinen Moment. Ja, okay, danke. Und die Postleitzahl brauche ich noch von Ihrem Mann. Haben wir das nicht gerade schon gehabt? Das Geburtsdatum brauche ich noch. Hallo? Das Geburtsdatum bitte. Ich glaube, meine Frau hat das auch nicht ganz verstanden. Geburtsdatum. Bitte? Geburtsdatum. Ja, 61348 Bad Homburg. Nein, das Geburtsdatum, wann Sie geboren sind. Ja, 8. Mai 45. Aha. Ja, super, danke. Wie Bitte? gesagt, dann sind Sie jetzt registriert und ich wünsche Ihnen ganz viel Glück. Wann kriegen wir die Post denn dann zugeschickt Ende oder wie des funktioniert Monats. das? Also wenn Sie gewonnen haben, werden Sie benachrichtigt schriftlich. Also rufen Sie dann wieder an, ja? Schriftlich. Ja, und Per Brief. das. Ach so, machen Sie das nicht mit der E-Mail, ne? Nein, per Brief werden wir Sie benachrichtigen. Das ist sehr, also ich fand Sie sehr freundlich. Sie haben mir, ich kann mich da sehr freuen drüber, ne? Ja, Sie haben mir die falsche Postleitzahl gesagt, Herr Hamburg. Sie haben mir gesagt 295. Die Postleitzahl ist aber 61348. Da kommen wir beide nicht weiter. Nee, Sie haben mir auch eine ganz andere Straße mein gegeben. Name ist ja Bad Homburg, ne? Am Burgau 7. Nein, Da ist Ihr ja die. Name ist Sven Hamburg aus Bad Homburg. Ich weiß doch, wie ich heiße. Also Ja, ist meistens egal. zumindest. Ist egal. Also Okay, alles klar. in Wie Bad gesagt, im Homburg ist Prinzip. ja im Prinzip die Nervenheilanstalt und wir wohnen in Ja. Hamburg. Ja, okay, super. Wie gesagt, im Gewinnfall werden Sie schriftlich informiert und ich wünsche Ihnen ganz viel Glück. Ja, vielen Dank, den wünsche ich Ich Ihnen danke auch. auch. Einen schönen Tag noch. Auf Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Oh mein Gott, Freunde. Wie geil ist das? Das ist spontan, falls ich verlinke den Anruf unten hier von Paul Panzer. Nein, kann ich nicht verlinken, weil es kein Off. Müsst ihr mal bei Google eingeben, nicht bei Google, bei YouTube. Bad Sven Homburg aus Hamburg von Paul Panzer. Da hat er bei der Auskunft mit diesem Quatschnamen angerufen und ich versuche das jetzt mal bei den Spezialisten vom Gewinnspielservice und das ist ja, es gefällt mir ja fast noch besser als das, was der Paul gemacht hat, denn die andere war ja total kaputt. Geil. Oh.